Frau Meier leidet seit vielen Jahren unter Migräneattacken. Das belastet sie im Alltag enorm, weshalb sie sich an einen Neurologen wendet. Dr. Scholz empfiehlt ihr, ein Migränetagebuch zu führen und damit auch ihre Gesamtschmerzlast zu messen. Die besagt nicht nur, wie oft sie im Monat an Migräneattacken litt, sondern auch, wie lange die einzelnen Attacken andauerten und wie stark sie schmerzten. Anhand der Gesamtschmerzlast kann Dr. Scholz Frau Meiers Migräne besser beurteilen und einen bestmöglichen Behandlungsplan für sie aufstellen. Am Montag bekommt Frau Meier eine Migräneattacke, während sie mit dem Bus fährt. Ihre Schmerzen sind sehr stark, doch zum Glück ist die Attacke schon nach etwa 2 Stunden wieder vorbei, weil sie rechtzeitig ein Schmerzmittel nimmt. Frau Meier trägt in ihr Migränetagebuch 2 Stunden als Dauer der Migräneattacke und eine 3 auf der Schmerzensskala ein. Anschließend multipliziert sie den Wert und erhält so die Summe 6 als Schweregrad gewichtete Stunden. Am Wochenende erwischt es Frau Meier bei ihrer morgendlichen Joggingrunde. Die Migräneattacke beginnt um 8 Uhr und endet um 12 Uhr. Die Schmerzen waren moderat. Also trägt sie in ihr Migränetagebuch 4 Stunden als Dauer der Attacke ein und eine 2 auf der Schmerzensskala. Das Ergebnis der Schweregrad gewichteten Stunden ist 8. Eine Woche später wacht Frau Meier schon morgens mit einer leichten Migräne auf, die leider den ganzen Tag lang anhält. Sie trägt in ihrem Migränetagebuch 16 Stunden ein, eine 1 auf der Schmerzensskala und somit 16 Schweregrad gewichtete Stunden. Zum nächsten Kontrolltermin trifft Frau Meier sich erneut mit Dr. Scholz. Gemeinsam betrachten sie die Schweregrad gewichteten Stunden des ganzen Monats und erkennen so Frau Meiers Gesamtschmerzlast. Durch die Auswertung des Migränetagebuchs gemeinsam mit ihrem Arzt kann eine Therapie nun optimal angepasst werden und Dr. Scholz stellt einen Behandlungsplan für sie aus. Zum Kontrolltermin erscheint Frau Meier wieder bei Dr. Scholz, um zu besprechen, wie sich ihre Gesamtschmerzlast über die Monate verändert hat. Allerdings auch, um sich bei ihm zu bedanken. Denn dank der individuellen Behandlung hat sich ihre Migräne verbessert und sie hat an Lebensqualität gewonnen.